Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu der 100er Karte. Hier mit Isco und seinen Friends. GEMA 2050, so wie Villevalo in Finnland. Und hier GEMA ist in Kuban. Ich sehe gerade, da ist irgendein Panzerwagen unterbrochen, okay. Und Isco natürlich in Spanien und wir sind in das Königreich Ungarn. Und wir haben inzwischen beträchtliche Fortschritte erreicht. Wir haben auch schon Tag 13 und wir haben die ersten Artis hier am Start. Hier schon mal einer unterwegs und hier müssten, glaube ich, noch zwei irgendwo sein, genau. Wir kommen hier alle nach Gaza, damit wir hier demnächst hier gegen Persien schneller vordringen können. Beziehungsweise erst einmal hier die Provinz Riad hier ordentlich beschießen können, weil da ist nämlich, wie ihr seht, ja, eine Stufe 4 Festung, ne? Von der KI, deswegen wäre es ganz wichtig, dass wir so schnell wie möglich hier klar Schiff machen. Wo ist denn der andere? Da ist er. Komm her, mein Freund, du gehst auch an die Front. Das dauert zwar jetzt recht lange, bis die hier ausgeschifft haben und so weiter. Ich habe hier keine Häfen oder sowas. Aber immerhin ist da schon mal eine Art, die dann wird ein bisschen draufgeballert. Da kommt mir die KI entgegen. Wahrscheinlich ist da auch gar nicht mehr so viel drin. Gehe mal sehr stark davon aus, aber ja, sicher ist sicher. Ich hole mir jetzt erstmal hier die Provinz Layla und Al-Safia und Hofhof kann ich gar nicht holen, da habe ich ja gar keinen Zugang. Vielleicht greife ich auch direkt die KI dann erstmal an, weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall haben wir uns mal schon ordentlich ausgebreitet. Wir können ja mal ganz kurz in die Rohstoffbörse gucken, ob wir irgendwie günstig was abklauben können. Ja, ein bisschen günstige. Holz nehmen wir mal mit und wir bräuchten, nee, wir haben noch 31.000 Kohle und wir haben auch genug Gas. Oh, aber Öl ist wirklich günstig, da klang ich gleich mal zu, da sage ich nicht nein. Das nehmen wir auch gleich mit, alles was günstig Öl bedeutet, ist gut für uns. Fürs Late Game oder für später eben. Wir mal kurz in die Rohstoffverwaltung gucken, wir haben 2500 Material pro Stunde momentan. Wir haben einiges an Eisen und Holz auf Lager und auch jede Menge Öl. Das heißt, wir können ordentlich bauen und wir bauen auch bereits wie die Wahnsinnigen, damit wir die Rohstoffproduktion noch mehr steigern können. Vor allem erstmal Material, ne? Material ist das Wichtigste. Gerade jetzt zu dieser Phase, Tag 13. Danach müssen wir die ganzen Ölprovinzen auch noch ausbauen. Weiß ich nicht, ob ich das vielleicht jetzt schon hier kann ich schon mal starten. Wieso nicht? Eine Eisenbahn und dann die Fabriken. Hier ist auch schon mal Eisenbahn und Fabrik schon mal da. Okay. Das sind die Ölprovinzen und hier ist eine Provinz, die kurz zum Revoltieren ist, den Baha. Oh, da habe ich vergessen, Männer abzustellen. Das mache ich aber jetzt gleich mal hier mal. Wollen wir 10 Mann direkt mal dahin hinlaufen. Genau, apropos, da muss ich gleich mal gucken, nicht, dass ich da noch was übersehen habe. Nee, Baha war die einzige Provinz, das ist wunderbar. Und ansonsten, ressourcentechnisch wird überall gebaut und sehr schön. Tatsächlich könnte ich sogar die eine oder andere Kohleprovinz ausbauen, oder? Ja, kann ich tatsächlich machen, damit ich noch mehr auf Öl gehen kann. Also Kohleprovinzen sollte ich mal ausbauen. Ich gerade so oder Gas haben wir gar nicht. Doppelkohle könnten wir aber tatsächlich machen. Und zwar hier, da bauen wir gleich mal ein paar Fabriken und einen Hafen am Ende. Und zwar hier in Berlin. Und hier in Brest-Litovsk haben wir auch noch was am Start. Da können wir auch ein paar Fabriken mal in die Wege setzen. Und genauso in Ioannina. Machen wir auch ein paar Fabriken und dann Hafen in Ioannina. Und was haben wir noch so am Start? Hier haben wir noch eine, also in Köln, okay. Die haben wir noch gar nicht ausgebaut, wie ich sehe. Und in Rom genauso. Dann machen wir das doch. Eisenbahn und dann erstmal einen Hafen. Und dann später die Fabriken. Jawohl. Und das war's dann auch. Dann lassen wir das auch erstmal so laufen. Was bauen wir denn so einheitentechnisch? Momentan bauen wir tatsächlich einen Kreuzer und jede Menge Artis. Sollte mal gucken, ob ich nicht irgendwo stattdessen vielleicht noch einen Kreuzer baue. Hier ist ja immerhin schon Stufe 3 in Konstantinopel.
Ja, ich werde, glaube ich, hier das abbrechen und werde stattdessen Kreuzer bauen. Hängt aber der Server leider. Hab hier schon drauf geklickt. Da geht aber nichts. Na gut, dann ist es so. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Und ja, ansonsten können wir kurz gucken in die Diplomatieliste. Wir sind inzwischen auf Platz 3 abgerutscht. Zwei unserer Kollegen haben uns überholt. Und zwar die, die gerade hier Afrika überrollen. In Spanien 87 Provinzen, Villevalo hat 84, wir haben 82, der Kollege in Kuban hat 45. Da hat irgendwie auch ein paar Probleme gehabt mit dem Einloggen, irgendwie mit der Handy-App oder sowas. Unabhängig davon, Isco ist sehr erfolgreich unterwegs, hat gerade Kriege gegen drei Länder, gegen Dänisch-Grönland, anglo-ägyptischer Sudan und französisch-Marokko. Marokko sollte aber demnächst weg sein, da ist nicht mehr viel da. Wer ist das hier eigentlich? Obervolta, okay. Obervolta greift Marokko auch an, da hat er da keine Männer mehr scheinbar. Und ja, und Isco räumt hier ordentlich auf und der Kollege in Finnland, der ist hier auch ordentlich am Vormarsch. Der hat hier auch Kriege gegen Madagaskar, Kongo und Südafrikanische Union, also gegen die komplette Koalition da im Süden, versuchen sich zu wehren. Allerdings haben die ja nicht gerade die besten Chancen. Er hat inzwischen 337 Einheiten. Was hat der Kollege Isku am Start? 422. Und wie viel haben wir? 473 sogar. Und der Kollege hier aus Kuban hat 203. Der hat natürlich einiges verloren. Aber er fängt sich gerade wieder. Und das wird schon demnächst klappen. Hat er eigentlich schon Artis? Ja, der hat hier Artis. Okay, sehr schön. Hat auch schon drei Artis am Start. Und hier Isku hat auch schon eine Arti am Start. Da sind das noch mehr. Da oben kommt, glaube ich, noch einer dazu. Zwei Artis, genau. Und der Kollege aus Finnland, von dem sehe ich jetzt hier gerade nicht viel. Hat er überhaupt Artis am Start? Das ist die Frage. Die jetzt keine. Aber dafür jede Menge People. Und da die hier nicht so gut ausgebaut sind, die Festungen. Wobei hier ist eine starke Festung, sehe ich gerade. Wird er irgendwann mal gestoppt? Der braucht da tatsächlich Artis, aber da kommt scheinbar ein Kreuzer. Ah, da ist ein Kreuzer unterwegs. Okay, also er hat schon mal Kreuzer am Start. Dann kann er schon mal hier die Küsten ein bisschen unsicher machen. Und wir holen uns währenddessen hier Arabien. Wie gesagt, diese restlichen vier Provinzen von Arabien, dann Britisch-Arabien und auch noch die Golf-Emirate und dann geht es direkt auf Persien. Währenddessen führt ja unser Kollege aus Kuban hier Krieg gegen Pakistan, allerdings muss er hier die Provinz mal beschützen. Was ist das für ein Move hier? Und dass er hier mit zwei Mann hier so einen Move macht, ist auch nicht gerade spektakulär. Was soll das? Vielleicht hat er was übersehen oder sein Handy-App spinnt wieder. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall schaut das ein bisschen komisch aus, was der da macht, aber ich hoffe, er reagiert noch rechtzeitig. Naja, auf jeden Fall wird hier auch Krieg gegen Grönland geführt von Isco. Der ist hier ja, die Finger schon mal in Richtung Amerika ausstrecken. Das ist natürlich nicht schlecht, weil dann können wir nämlich da auch in die Richtung demnächst ja, uns ausbreiten. Die Zeitung zeigt, dass er auf Platz 1 ist mit 193 Punkten. Wir sind auf Platz 2 mit 182. Finnland auf Platz 3 mit 173. Da kommt lange nichts und dann kommt Ecuador mit 131. Und statistiktechnisch sind wir nicht bei den fastesten Nationen der Welt. Dafür ist aber Isco dabei scheinbar. Und wir sind aber dafür die reichste Nation der Welt, wie ich sehe. Okay. Gestern waren wir die mächtigsten Armeen der Welt auf Platz 1 mit 6,56%. Dicht gefolgt von unserem Kollegen aus Isco und dann Finnland eben. Ja, also schaut ganz gut aus. Wir können hier mal kurz in die Koalitionsrangliste auch nochmal schauen. Wir haben insgesamt 298 Provinzen. Doppelt so viel oder naja, doppelt so viel wie der Ku Klux Klan hier aus Südamerika. Beziehungsweise General aus Amerika, sehe ich, British Columbia ist dabei. Und wir haben aber ein Mitglied weniger. Gibt es überhaupt noch irgendeinen starken Spieler, der noch in keiner Koalition ist? Nee, leider nicht. Nächste wäre Kanada, aber das war's dann auch schon. Ja, aber es wird sich vielleicht ergeben, dass sich vielleicht irgendeiner uns anschließt. Mal schauen. Muss aber nicht unbedingt sein. Es läuft ja momentan wunderbar, so wie es ist. Und schau mal, wie es dann demnächst weitergeht. Ich danke fürs Zuschauen. War mal kurz das Update, weil ich hier längere Zeit mal nicht aufnehmen konnte. Und ja, demnächst werden die ganzen Artis dann fertig. Dann sollte das alles hier ein bisschen schneller gehen. Dann ist der nächste fertig. Hier ist noch einer in 10 Stunden fertig und hier sogar in 5 Stunden. Das heißt, da kommt einiges noch an Nachschub und dann werden noch mehr Artis gebaut und dann können wir noch schneller vordringen.
Ich hoffe, dass ich morgen spätestens Persien angreifen kann und eventuell hier den Kollegen aus Kuban unterstützen kann. Ich könnte jetzt hier unterstützen, aber das ist ein bisschen sinnlos, hier so lange Wege und da Provinzen zu snacken, nur für mich, das macht keinen Sinn. Deswegen muss ich warten, bis ich hier durchgedrungen bin. War ein bisschen langsam unterwegs die letzten 2 Tage, weil ich nicht so viel Zeit gehabt habe, aber habe mein Bestes getan. Ich danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.